Hallo ihr Lieben, ich bin Sandra, Gründerin von PeepFine, Grafikerin und Illustratorin und heute empfehle ich euch je nach Typ entweder einen Entspannungstee oder aber einen starken Kaffee zu diesem Video. Denn wir tauchen heute ab, richtig tief in das Thema Gua. Wir schauen uns an, wie Gouache-Farbe überhaupt funktioniert, was das eigentlich ist und welche Unterschiede es gibt. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und sag, los geht's! Sie ist das vermutlich am schwersten auszusprechende Art Supply. Die Gouache-Farbe. Aber ganz so gruselig ist das Wort eigentlich gar nicht, denn Gouache ist französisch und leitet sich von dem italienischen Wort Guazzo, was so viel wie Wasserlache oder Pfütze heißt, ab. Was wiederum vermutlich aus dem lateinischen Aquatio hergeleitet wurde. Gouache-Farbe wird in Tuben, in Tiegeln und Flaschen als feuchtes Malmedium angeboten. In den letzten Jahren kam die Jelly Gouache fast schon viral auf den Markt. Es gibt aber auch getrocknete Farbtabletten. Sie sind gut vermalbar, lassen sich wunderbar untereinander mischen und trocknen schnell. Die Farben bestehen aus Pigmenten, Wasser, einem Bindemittel, was in der Regel Gummi Arabicum ist, und Kreide oder heutzutage öfter einem weißen Pigment. Sie trocknen matt und pudrig und sind dabei immer wieder mit Wasser reanimierbar, also anlösbar und somit wasserempfindlich. In der Regel sind die Farben deckend und verfügen über eine hohe Pigmentierung. Wie bei allen Malmedien gibt es aber auch hier extreme Unterschiede zwischen günstigen No-Name-Anbietern und namhaften Herstellern, die Farben in feinster Künstlerqualität anbieten. Sehr günstige Gouache-Farben können also aufgrund des Verhältnisses von Pigment zu Bindemittel und Wasser weniger deckend sein. Es gibt aber auch Pigmente, die von Natur aus nicht ganz deckend sind. Wobei von Natur aus auch relativ ist, da die Pigmente unterschiedlichen Ursprungs sein können. Da hätten wir anorganische Pigmente, das sind zum Beispiel Oxide oder Sulfide, die in der Natur vorkommen, die aber inzwischen meist technisch hergestellt werden. Der Vorteil darin ist eine gleichbleibende Qualität. Daneben gibt es die organischen Pigmente, die aus natürlichen, also pflanzlichen oder, Obacht, tierischen Teilen bestehen, und synthetisch hergestellte Pigmente. Da viele Pigmente giftig sind und einige ausdrücklich nicht in die Hände von Kindern gehören, ist es mir immer wieder wichtig zu betonen, dass gerade bei der Arbeit mit Künstlerqualität bitte Vorsicht geboten ist. Gouache-Farben riechen in der Regel nicht und die Bindemittel sind nicht schädlich, so wie bei Ölfarben zum Beispiel. Die Pigmente können aber schädlich sein. Also, wenn ihr euren Pinsel mal aus Versehen nicht im Pinselglas, sondern in eurem Getränk ausspült, ist mir auch schon so oft passiert. Dann weg damit und Neues machen. Ja, wenn Getränk und Pinsel Wasser dann weiter auseinander stehen, sollte ja alles gut gehen. Und wenn ihr euch mal übermäßig mit Farbe beschmiert, reibt sie einfach ab und wascht die Stelle danach wieder sauber. Wichtig wäre noch zu erwähnen, dass die Farben bitte nicht einfach so weggeschmissen werden sollten. Das gilt für alle Farben. Wenn die Tuben oder Behälter leer sind, können sie normal entsorgt werden. Wenn sie noch voll sind, weil sie zum Beispiel eingetrocknet sind, dann bringt sie bitte auf den Werkstoffhof, denn wir wollen mit unserer Kunst ja nicht die Umwelt belasten. Gouache-Farben sind deckende Wasserfarben und werden gerne mit den Deckfarben aus dem Schulmalkasten oder mit Tempera-Farben verglichen oder sogar verwechselt. Die Farben haben auch allesamt ähnliche Eigenschaften und Bestandteile. Deckfarben haben aber mehr Füllstoffe und minderwertigere Pigmente als Gouache. Sie sind nicht so schön cremig beim Auftragen und sind auch nicht so lichtecht. Tempera-Farben sind die ältesten Farben, mit denen Künstler übrigens arbeiten. Bei ihnen kommt es ganz auf die Zusätze an, ob sie etwas oder gar nicht reanimierbar sind. Die Farben bestehen nämlich aus zwei Bindemitteln, einem wässrigen Teil und einem öligen.
Je mehr Ölanteile diese Farben beinhalten, desto wasserresistenter werden sie. Gouache-Farbe ist sehr vielfältig. Pastös, also dick und ohne oder mit nur sehr wenig Zugabe von Wasser, können deckende Farbaufträge erschaffen werden, die an Acryl erinnern. Wobei Acryl je nach Bestandteil in der Regel glänzend auftrocknet und nach dem Trocknen eben nicht mehr angelöst werden kann. Ein weiterer Unterschied ist, dass Acrylfarbe sehr dick für zum Beispiel plastische Maltechniken verwendet werden kann, trägt man die Gouache-Farbe dagegen zu dick auf, können durch die Verdunstung des Wassers in der Farbe beim Trocknen Risse entstehen. Verwässert aufgetragen erinnern sie an Aquarellfarben, wobei sie durch ihre hohe Pigmentierung und teilweise dem Kreide- bzw. Weißpigmentanteil immer deckender sind und die Pigmente sich anders absetzen. Dieser typische Aquarell-Look, der bei Aquarellfarbe nun mal entsteht, bleibt somit aus. Aquarellfarbe, bei der weiße Pigmente klassisch nicht verwendet werden, sind nicht so stark mit Wasser reanimierbar wie Gouache-Farbe, da die Farben transparent sind und somit weniger Pigment vom Untergrund gelöst werden kann. Wie ihr sehen könnt, lässt sich mit Gouache aufgrund der hohen Deckkraft wunderbar auf getönten bis schwarzen Untergründen malen. Für Gouache eignen sich Papiere, insbesondere Aquarell- und Mixed-Media-Papiere, die sich bei Nasstechniken nicht bzw. nicht so stark quellen. Ich empfehle ab 185 Gramm für pastöse, also trockene Arbeiten und so um die 300 Gramm für nasse Arbeiten. Ansonsten eignen sich Pappen, Leinwände, Holzplatten und so weiter. Hauptsache, der Untergrund ist saugfähig. Eine Sache vorweg, ich mache hier keine Werbung für irgendeinen Hersteller. Das sind alles meine persönlichen Erfahrungen und ich werde auch nicht gesponsert. Es gibt zahlreiche Hersteller, ich zeige euch heute drei. Kommen wir zu den unterschiedlichen Gouache-Arten. Da wären vor allem die unterschiedlichen Qualitäts- und Preisklassen. Grundsätzlich kann man sagen, dass Farben in Künstlerqualität wie immer am teuersten, aber auch ja, am hochwertigsten sind. Natürlich muss aber niemand gleich ganz zu Beginn ein hochwertiges Set Farben kaufen, um sie mal auszuprobieren. Der Hersteller Schminke bietet zum Beispiel verschiedene Gouache-Farben an. Die Horadam-Serie mit der reinsten Pigmentierung, die Designers-Gouache-Serie, welche besonders deckend und auf die Sonderfarben aus dem HKS-System abgestimmt ist, was für die Reproduzierbarkeit gerade früher sehr wichtig war. Mit der arbeite ich inzwischen übrigens am liebsten. Und dann gibt es noch die Akademie-Serie. Sie hat das kleinste Farbspektrum und eine erhöhte Leuchtkraft sowie Farbtiefe. Alle Serien lassen sich ganz wunderbar mischen und es gibt sogar Sets, die genau auf das Mischen von Farben abgestimmt sind. Alle Farben sind hier in Tuben erhältlich, die Akademie-Serie darüber hinaus sogar in Flaschen. Aus den Designer-Squash-Farben habe ich mir eine Palette zusammengestellt, also ich habe die Farben trocknen lassen und mir so quasi Farbtabletten selbst hergestellt. Über das Internet vertrieben und dadurch relativ bekannt sind zum Beispiel die Farben von der noch jungen Marke Arteza, welche ich euch hier vor kurzem vorgestellt habe. Hier bekommen wir sehr viele Farben für vergleichsweise kleines Geld. Schön finde ich, dass der Hersteller wie die Großen über Pigment, Lichtechtheit und Deckkraft informiert. Allerdings vertraue ich den Aussagen über die Farben nicht so sehr, da einige Farben eben nicht so gut decken, wie sie es laut Labelbeschreibung sollten. Und auf ihrer Website gibt es keine weiteren Hinweise zur Skala, mit der die Lichtechtheit bemessen wird oder zu weiteren Inhaltsstoffen. Sie sind ebenfalls in Tubenform erhältlich, die Farben werden jedoch nur in unterschiedlichen Setgrößen angeboten und können nicht einzeln nachgekauft werden. Und dann gibt es die Jelly Gouache. Ich selbst habe einen Kasten von Art X und wir mochten uns am Anfang so gar nicht. Wer sich für Jelly Gouache Farben entscheidet, erhält immer eine ganze Palette und die Farben sind nicht einzeln nachzukaufen. Hier sind vor einiger Zeit die Hersteller Himi und eben auch Art X ziemlich viral gegangen. Und das ist meiner Meinung nach die minderwertigste, aber eben dafür auch im Schnitt die günstigste Farbe. Auf den ersten Blick scheint hier nicht wirklich ein Unterschied zu gängigen Gouache-Farben zu sein. Einige Künstler sprechen sogar davon, dass es keinen Unterschied gibt. Hier bin ich aber etwas vorsichtiger, denn ich arbeite schon eine Weile mit diesen Farben und im Vergleich zu normaler Gouache-Farbe trocknen sie in der Palette nicht vollständig aus. Gewöhnliche Gouache-Farbe schrumpfen beim Trocknen, die Jelly Gouache-Farben sind aber irgendwie klebriger und reißen, statt sich im Gesamten zusammenzuziehen. Die Hersteller geben überhaupt keine Informationen zu den Inhaltsstoffen und selbst die Pigmente werden nicht genannt.
Einige Farben verhalten sich nicht gouache-typisch. Sie trocknen teils nicht richtig matt auf und sind eher schleimig als cremig. Aus diesen Gründen und auch, weil die Farbe gerade zu Beginn so stinkt, was absolut untypisch für die eigentlich geruchslose Gouache-Farbe ist, kann ich mit der Meinung, dass es einfach anders abgefüllte Gouache-Farben sind, nicht mitgehen. Im Vergleich wird der Qualitätsunterschied schon deutlich. Die hochwertigen Farben trocknen farblich gleich, bisher ähnlich auf und die Farbe in der Tube passt auch zur Farbe auf der Tube. Gerade bei Artesa ist mir der Unterschied aber extrem aufgefallen. Eigentlich lässt sich grob sagen, dass Gouache-Farben etwas heller auftrocknen. Das ist teils gar nicht der Fall, wirkt aber so, da sie nass noch glänzen und matt aufgetrocknet ohne Wasser dann nur heller wirken. Bei den Artesa-Farben ist es aber so, dass die meisten hellen Töne dunkler auftrocknen. Das erschwert die Arbeit mit den Farben, gerade am Anfang. Hier seht ihr die drei Hersteller mal im Vergleich. Der erste Durchgang ist leicht gewässert, also nicht ganz deckend, und in der zweiten Reihe wurde die Farbe Pastels aufgetragen. Links ist Schminke, in der Mitte Artesa und rechts die Jelly Gouache von Art X. Um euch die Qualitätsunterschiede noch besser zeigen zu können, habe ich euch die deckenden Swatches mal eingescannt und nochmal rangezoomt. Auf der linken Seite haben wir die Schminke Designer Gouache, in der Mitte Artesa und auf der rechten Seite die Jelly Gouache. Jetzt haben wir ja schon ganz viel über Gouache-Farbe gelernt, aber wie arbeiten wir denn jetzt damit oder worauf müssen wir achten? Lasst uns mal ganz am Anfang beginnen, nämlich bei der Skizze. Da empfehle ich euch, auf einen Bleistift zu verzichten oder ihn danach sehr blass zu radieren. Noch besser, nehmt ihr einen Buntstift. Ich nehme gerne bunte Druckminen oder den Cal Erase von Prismacolor. Der Grund ist die Graphitmine der Bleistifte. Sie wird zwar von Gouache-Farbe gut übermalt, aber wir nehmen sie mit auf und gerade helle Bereiche können dann etwas dreckig werden, was auf Kosten der Brillanz geht. Für den Anfang empfehle ich die Arbeit direkt aus der Tube. Jelly Gouache ist auch nicht verkehrt, aber das Geheimnis um die Inhaltsstoffe und den Gestank finde ich doch etwas bedenklich. Aus der Tube haben die Farben schon fast die perfekte Konsistenz. Das Reanimieren der Farben aus dem Farbkasten, also getrocknete Farben, benötigt etwas Zeit und Übung, sonst gibt es schnell zu dünne oder zu dicke Farbe auf dem Pinsel. Wo wir auch schon bei der perfekten Überleitung wären. Denn welcher Pinsel eignet sich? Ich empfehle euch synthetische Pinsel. Die sind nicht nur vegan, sondern in der Lage, das Wasser und die Farbe noch besser zu halten. Es eignen sich je nach Technik alle Arten von Pinseln. Ich verwende für Gouache meine Aquarellpinsel. Da Gouache-Farbe so wunderbar auswaschbar ist, müssen wir uns auch hier überhaupt keine Sorgen machen, die Pinsel damit zu versauen. Hier gibt es kein richtig und kein falsch. Jede Form, jede Größe und jedes Material ist hier erlaubt. Natürlich ist die Qualität der Farbe entscheidend, aber es ist auch eine Sache der Übung, das richtige Verhältnis von Farbe zu Wasser zu finden. Die perfekte Konsistenz erreichen wir, wenn die Farbe mit so viel Wasser gemischt ist, dass sie noch cremig ist, aber langsam vom Pinsel tropfen möchte. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, wie stark die Farben reanimierbar sind. Das ist ein wesentliches Merkmal von Gouache und wir können es auch als Vorteil nutzen, um ganz einfach bestimmte Bereiche zu korrigieren. Das ist im Vergleich zur Aquarellfarbe ganz wunderbar, denn Aquarell verzeiht keine Fehler. Während wir beim Aquarell nämlich nur dunkler werden können, da es sich hier um lasierende Farben handelt, können wir bei Gouache aufgrund der hohen Opazität auch heller werden. Gouache-Farbe trocknet im Vergleich zur Aquarellfarbe zudem viel schneller. Hier haben wir links wieder Schminke, mittig Artesa und rechts die Jelly Gouache. Und wie ihr sehen könnt, sind alle Farben schnell mit Wasser reanimiert, wobei sich Schminke noch etwas mehr am Papier festhält als die anderen beiden, die sich so gut wie komplett ablösen lassen. Umso mehr Wasser wir hinzugeben und umso mehr Pigment auf der unteren Ebene aufgetragen wurde, umso stärker ist dieser Effekt. Satt aufgetragene Farbschichten sinken nämlich nicht so stark im Papier ab, sondern trocknen auf der Oberfläche auf und sind somit schneller reanimierbar. Mit raschen, eher pastösen Farbaufträgen können wir bis zu einem gewissen Grad sogar layern, also Farben aufbauen, ohne die darunter liegende Ebene groß zu reanimieren.
Wichtig ist, dass die untere Ebene komplett durchgetrocknet ist. Ich habe euch das mal hier verglichen. Links getrocknet, rechts noch feucht. Zu häufiges Übermalen mit verschiedenen Farben und zu vielen unterschiedlichen Pigmenten führt aber unweigerlich zu einem matschigen, eher gräulichen Farbbild. Mit Gouache lassen sich zwar Verläufe bilden, allerdings sind diese Farben eher für schnellere bzw. grobere Techniken gedacht. Gerade kleine Bereiche lassen sich nämlich nicht sonderlich gut verblenden, denn die Verläufe werden am besten, wenn beide Farben leicht feucht und ohne zu viel Wasser vermischt werden und wir viel Platz zum Verblenden haben. Aber ich finde, das macht Gouache-Farbe gerade so spannend, weil diese groben Farbabstufungen an Vektorgrafiken erinnern und die Fernwirkung eben nochmal ganz anders ist, als wenn man gleich davor steht. Ich liebe Gouache-Farbe vor allem für Mixed-Media-Projekte, denn sie sind eine wundervolle Ergänzung zu Aquarellarbeiten, um hier und da mehr Tiefe oder auch nachträglich Lichter einzubauen. Und mit Buntstiften lässt sich auch ganz wundervoll darüber arbeiten. Wenn ihr eure Bilder fixieren mögt, eignet sich für Gouache ein Sprühfixativ. Achtet bitte nur darauf, dass es auch wirklich für Gouache geeignet ist, da ihr sonst Gefahr läuft, euer Bild durch diesen Schritt total zu versauen. Denn wir haben ja gelernt, dass Gouache-Farbe sich mit Wasser oder auch Feuchtigkeit vom Papier anlöst. Firnis dürft ihr bitte auf gar keinen Fall verwenden, da dieser mit einem Pinsel aufgetragen wird und ja, nass ist. Mit Sprühfixativ oder Firnis versiegelt ihr eure Kunstwerke. Ich persönlich arbeite nicht so gerne damit und nutze sie meist nur in Skizzenbüchern, da insbesondere beidseitig bemalte Doppelseiten sonst verschmieren könnten. Die meisten Versiegelungen haben sogar einen UV-Schutz, sie schützen also die Farben und gerade glänzende Firnisse, die für Acryl- oder Ölfarben gedacht sind, pushen den Kontrast des Bildes etwas. Aber das ist alles Geschmackssache. Also wenn ihr euch für eine Fixierung entscheidet, dann nehmt auf jeden Fall was Vernünftiges aus dem Kunsthandel und bitte auf gar keinen Fall Haarspray oder so. Wie gesagt, euer Bild muss ja nicht fixiert werden, es sei denn, ihr wollt damit unter die Dusche. Für dieses Bild habe ich übrigens die Artesa Gouache Farben benutzt und nach so viel Input ist es aber jetzt an der Zeit, noch etwas zu entspannen. Und das geht doch am besten mit Malen und Musik. Also schnappt euch einen Stift oder Pinsel und malt doch mit mir ein Folklorebild. Oder schaut einfach zu, ganz wie ihr mögt. So, ihr Lieben, das war's auch schon wieder und ich sag wie immer, danke, 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 dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr konntet etwas aus diesem Video mitnehmen. Nächste Woche wird auf jeden Fall wieder entspannter, da müsst ihr nicht so viel zuhören. Dennoch würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben für dieses Video freuen. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Am besten dann noch mit Glöckchen, weil dann könnt ihr gar kein Video mehr von mir verpassen und mich nicht vergessen. Denn bei mir gibt es jede Woche Freitag ein neues Video rund ums Thema Kunst und Malen. Und ja, wenn ihr mögt, sehen wir uns nächste Woche Freitag zum neuen Video. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche. Macht's gut, ciao und bye.